Lassen Sie sich verzaubern von Marienhof im Ersten. Präsentiert von Maggi Grießbrei-Zauber. Es wird viel passieren. Die Firma dankt. Sterben. So. Nicht Erd und Hummers mitgebracht. Was gibt denn zu glotzen, du Komiker? Ich will mein Kickboard zurück. Du willst dein was? Der Hausbesitzer will von mir Kohle haben. Und zwar für die Schadensbeseitigung. Die 30.000 Mark, die habe ich nicht. Ja, und da wollte ich euch... Ich wollte euch fragen, ob ihr mir das Geld leihen könnt. Was ist los? Nichts. Was hast du da gesagt? Ich sag's Kessler. Ein mieser kleiner Drecksack. Petzen willst du also? Wenn du nur einmal das Maul aufmachst, dann stopfe ich's dir. Es wird viel passieren. Sag mal, wo ist denn der Honig? Den habe ich wohl in der Hektik vergessen, auf den Tisch zu stellen. Ich hole ihn. Du, sag mal, was ist mit dem los? So kenne ich den ja überhaupt nicht. Und wie der deine Standpauke geschluckt hat, das war so... eher so einsichtig. So. Danke, Rocky. Das ist echt lieb von dir. Jetzt lob ihn nicht auch noch für seine Schlampereien. Immerhin war er mit Tischdecken dran. Aber dafür hat sich der gnädige Herr ja erfolgreich gedrückt. Ich habe ihn nicht gedrückt. Ich hab wirklich verschlafen. Ja, das kann ja jedem mal passieren. Was heißt denn hier passieren? Für meinen Geschmack ist ihm in letzter Zeit ein bisschen zu viel passiert. Erst verliert er sein Kickboard, dann klaut er die Süßigkeiten aus dem Regal und jetzt hat er es nicht mal mehr nötig, pünktlich nach Hause zu kommen. Ja, das tut mir auch leid. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Aber heute... Ich fühle mich irgendwie total schlapp. Oh nein, du wirst doch nicht etwa krank werden. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule gehen. Morgen. Sarah. Stress im Paradies? Habt ihr euch gekracht? Nein. Aber ich hätte mit Frederik heute einfach nicht in einem Bett schlafen können. Er hat dich sehr verärgert, hm? Ach, Frederik gibt sich im Moment die größte Mühe, mit seiner blöden Eifersucht alles kaputt zu machen. Was soll man dazu sagen? Okay. Meine Güte, was machst du denn hier? Ja, das Gleiche wie du. Also, ich frage mich, was die drei da so ungeheuer Wichtiges zu bereden haben. Das frage ich mich allerdings auch. Die haben aber auch ein Glück, dass ich heute Timmy bei mir habe. Ich meine, da können sie ganz ungeniert miteinander reden. Timmy? Wo? Da. Ah. Ich war gerade auf dem Weg zu Frank. Irgendwas hacken die aus. Aber was? Vielleicht eine neue Skatrunde aufmachen. Oder einen Karnevalsverein. Ja, genau. So, jetzt trink erst mal deinen Tee. Vorsicht, der ist heiß. Naja, so richtig lebensgefährlich krank kannst du ja nicht sein, wenn du noch Spaß an deinen Comics hast.
Vielleicht kannst du ja morgen wieder zur Schule. Bloß blöd, dass ich ausgerechnet heute krank bin, wo wir doch die Mathearbeit schreiben. Oh, das ist aber schrecklich. Ja, ich habe tierisch gebüffelt. Und alles für die Katz. Es ist nie für die Katz, wenn man mal ein bisschen mehr für die Schule macht. Aber die Gesundheit geht nun mal vor. Und ich fühle mich immer noch ziemlich mies. Naja, dann mach mal. Aber Vorsicht, nicht verschlucken. Wegen der Mathearbeit brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die kannst du nämlich nachschreiben. Gib mal her. Mensch, das Fieberthermometer. Ich will wissen, wie hoch deine Temperatur ist. Robby, du hast ja ganz gewaltiges Fieber. Ja, das sag ich doch. 45,5 Grad. Weißt du was, bei 42 Grad, da wärst du schon mausetot. Und jetzt raus. Ab zur Schule, du Schwindler. Mist. Jetzt kann ich doch mal von vorne anfangen. Hi. Hi. Du hast mir gerade noch gefehlt. Was machst du da? Das siehst du doch, das Programm neu starten. Haben wir da etwa einen kleinen Absturz herbeigeführt? Dass dir sowas auch passieren kann? Hier kann alles passieren, was dem anderen auch passieren kann. Was ist denn los mit dir? Was soll denn schon mit mir los sein? Nichts ist los. Aber natürlich merke ich ganz genau, was los ist um mich herum. Auch wenn ich im Rollstuhl sitze, aber ich bin noch nicht blöd. Ich kann sehen und hören. Ich weiß ganz genau, was um mich herum abgeht. Und was geht gerade so ab um dich herum? Tu doch nicht so scheinheilig! Gib doch zu, dass du Sarah auch scharf findest. Sicher. Sarah ist eine scharfe Frau, aber das würde jedermann sagen, oder? Ach, eben. Und die kann man ja ungeniert anpacken, hä? Nein, das hast du in den falschen Hals bekommen. Sarah und ich haben nur zusammen gelernt. Ja, genau. Hör mal zu, ich freue mich für dich. Sarah ist eine tolle Frau. Und dass wir uns in der WG mit ihr toll verstehen, das ist eine Art Zusatzbonus. Sie ist für uns ein Kumpel, mehr nicht. Ehrlich. Dann Wort in Gottes Ohr, hä? Sie will dich. Sie war total sauer, dass sie auf der Couch schlafen musste. Jetzt tu mir einen Gefallen und gib Sarah nicht die Schuld dafür, dass du dich in deiner Haut unwohl fühlst, okay? Entschuldige. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe mal wieder total daneben gehauen, nicht wahr? Es war auszuhalten. Ich weiß. Aber ich habe so Angst, Sarah zu verlieren. Weißt du, ich kann den vielen, was ihr könnt, nicht mithalten. Das mag schon sein. Aber wir können auch in vielem, was du kannst, nicht mithalten. Naja, aber Sarah wird doch ständig angebaggert. Auf der Straße, im Lokal, in der Arbeit. Sie trifft doch ständig irgendwelche tollen Kerle. Ja, und? Für dich hat sie sich entschieden. Für niemand anderen. Sei doch nicht blöd. Du kannst nie wissen, wie lange eine Beziehung hält. Also genieße sie und mach sie nicht kaputt mit deiner Eifersucht. Du hast doch ordentlich gelernt. Da brauchst du doch keinen Schiss vor der Mathearbeit zu haben. Ja, ich habe ja auch total gebüffelt, aber ob das ausreicht? Das wird schon werden. Und wenn nicht, ich habe auch schon meine Mathearbeit vergeigt. Davon stirbt man nicht. Sag mal, Robby, ist noch irgendwas anderes, was dich bedrückt? Nein. Robby, du musst mir schon sagen, wenn du Probleme in der Schule hast. Ja, es ist nichts, wirklich. Wirklich? Wenn ich es dir noch sage, ich hatte nur Schiss. Weil ich dachte, ich habe mich genug für Mathe getan. Es tut mir leid. Aha. Na, dann ist ja gut. So, auf in den Kampf. Es bringt ja nichts, sich vor den Dingen zu drücken, vor denen man Angst hat. Hm? Wenn man sich nicht wehren kann, bleibt dann ja gar nichts anderes übrig. Tschüssi. Tschö. Na, wo ist denn hier der Müllschlucker? Na, fleißig bei der Arbeit? Ja, einer muss sie ja tun.
Oh, soll das ein Vorwurf sein? Na, wie kommst du denn darauf? Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du so beschäftigt bist. Ich dachte, ich mache dir eine Freude, wenn ich mal vorbeigucke. Ich freue mich doch. Na gut, wenn du so im Stress bist, dann hast du mit Sicherheit auch keine Zeit gehabt, um mal bei Frederik vorbeizugucken und den Entwürfe für unsere Hochzeit Einladungen abzuholen. Doch. Also, finde ich prima. Findest du nicht? Ja, unser letzter Entwurf. Frederik hat ihn ausgedruckt. Ja, also, ich finde ihn voll okay. Mhm. Vielleicht sollte man den Namen ändern. Wieso Namen ändern? Das kapiere ich nicht. Vielleicht sollte man Andrea Süßkind streichen und stattdessen Annalena. Was ist denn jetzt schon wieder los? Bist du völlig bekloppt? Ja, ich war vielleicht bekloppt bis heute Vormittag. Aber ich habe euch zusammen gesehen. Dich und Annalena. Wie? Und Annalena? Ja, und Töppers war auch dabei. Ach so. Ach, Andrea, da hast du wieder völlig was missverstanden. Wirklich. In Wirklichkeit will ich darauf aus, dass Franks Name auf der Einladung steht. Ha, ha, ha. Sehr komisch. Ja, und ich find's komisch, dass aus einer harmlosen Unterhaltung gleich eine super Affäre gemacht wird. Von wegen harmlos. Du triffst dich doch ständig hinter meinem Rücken mit deiner Ex-Geliebten. Was heißt denn hier ständig? Ja, und heute Morgen hat's auch noch ausgesehen, als würdet ihr eine Verschwörung planen. Heimlich? Was war denn daran heimlich? Wir sind durch die Galerie gegangen und haben uns unterhalten, in aller Öffentlichkeit. Da hatte ich allerdings einen ganz anderen Eindruck. Für mich sah das eher so aus, als wolltet ihr eine Verschwörung anzetteln. So ein Quatsch. Andere Leute haben das auch so gesehen. Was soll das denn heißen, andere Leute? Welche andere Leute? Was geht andere Leute überhaupt mein Privatleben an? Ah, jetzt ist das also dein Privatleben, wenn du dich hinter meinem Rücken mit anderen Frauen triffst. Also jetzt hör doch auf, das ist doch nicht wahr. Ich treffe mich nicht mit anderen Frauen, schon gar nicht hinter deinem Rücken. Dann hat Annalena sich also umholen lassen. Nein, bei Annalena geht es um was ganz anderes. Dachte ich's mir doch. Annalena ist in Schwierigkeiten. Ihr Laden in Düsseldorf ist total abgebrannt. Echt? Ja. Und durch ihre eigene Schuld. Das heißt, er zahlt ihr keine Versicherung. Oh. Sarah. Hi, Frederik. Gut, dass du da bist. Ich muss unbedingt mal mit dir reden. Ja, ich weiß. Aber nicht jetzt, ja? Warte einen Moment. Ach, wieso? Das hat doch keinen Sinn, immer alles aufzuschieben. Mann, halt. Warte. Spinnst du? Mach deine Augen bitte zu. Bitte. So. Und jetzt komm. Und die Augen nicht aufmachen, ehe ich es dir sage, ja? Frederik, was soll denn das? Jetzt warte ab. So. Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Boah, hat heute jemand Geburtstag? Du kannst doch lesen. Entschuldigung. Und das ist so süß von dir. Klar ist das süß. Ist ja schließlich Schokolade. Ich weiß, du hattest es in den letzten Tagen nicht gerade leicht mit mir, weil ich immer so rumgezickt habe. Und hiermit möchte ich versuchen, es wieder gut zu machen. Ich glaube, das ist dir gelungen. Und wenn du mir versprichst, sowas als Entschuldigung immer zu besorgen, kannst du ruhig ein bisschen öfter rumzicken. Oh, liebe nicht. Und der Kaffee, der ist auch schon fertig. Oh, ich würde echt gern mit dir Kaffee trinken. Aber ich kann leider nicht. Du musst wieder weg. Mhm. Nicht traurig sein, ja. Aber meine Mutter ist gerade in Köln. Da will sie mich natürlich sehen. Deine Mutter? Du weißt doch, dass meine Eltern nach Hamburg gezogen sind. Du, ich wollte mich nur schnell umziehen und dann muss ich los. Die hat mich zum Konzert eingeladen. Schade. Ich hätte deine Mutter auch gerne mal gesehen. Mein Kickboard, das habe ich abgeschrieben. Ja, schade drum. Aber wenn das der Preis dafür ist, dass Simon dich endlich in Ruhe lässt. Bei mir gibt es nichts mehr zu holen. Jetzt muss er sich einen anderen suchen, den er tyrannisieren kann. Oder auch nicht. Mist. Hey, Weicheier. Wollen Sie hier einfach so vorbeimogeln? Was sind das denn für Manieren? Mann, Simon, jetzt lass mich doch endlich in Ruhe. Du hast doch schon mein Kickboard. Dein Kickboard? Mann, was für ein Scheiß hast du mir denn da untergejubelt? Ich habe mich mit dem Teil schon ein paar Mal auf die Fresse gelegt. Hier, was ist das? Ein Loch? Dein Kickboard hat meine gute Hose ruiniert. Die hat 200 Mark gekostet. Das kann nicht dafür, wenn du nicht fahren kannst. Nicht frech werden, Milchtüte. Ist es klar?
Mensch, ich war schon mit dem Kickboard unterwegs, als du noch in die Windeln geschissen. Dein Board ist scheiße. Lässt sich schlecht bremsen. Dann kannst du es mir ja wiedergeben. Davon wird die Hose auch nicht wieder ganz. Ja, besser, du würdest für den Schaden blechen. Was? Na, du bist doch schuld. Also, 200 Mark für eine neue Hose will ich sehen, ist das klar? Mann, woher soll ich denn so viel Geld nehmen? Lass dir was einfallen, sonst... Was fällt dir eigentlich ein? Du kannst doch nicht einfach Sarahs Kuchen essen. Wieso? Woher soll ich wissen, dass der Sarah gehört? Das stand doch groß und deutlich drauf. Oder hast du die Aufschrift nicht gelesen? Moment. Da steht Entschuldigung. Und jetzt? Mach's weiter. Und falls du noch ein bisschen Grünzeug zum Nachtisch magst, hier, bedien dich bitte. Hey, der schmeckt echt super. Ja. Es tut mir leid wegen Sarah und dir. Ist eure Versöhnung in die Brüche gegangen, oder? Warum hat sie das leckere Teil eigentlich stehen lassen? Erstens, weil sie nicht so verfressen ist wie angewiesene Nick Schubert. Und zweitens, weil sie mit ihrer Mutter ins Konzert gegangen ist. Ohne mich. Hör mal zu, Kumpel, was willst du eigentlich? Willst du ins Guinness Buch der Rekorde? Am ersten Tag zieht Sarah hier ein, am zweiten Tag schlaft ihr miteinander, am dritten Tag wird das Aufgebot für die Hochzeit bestellt, oder wie? Vielleicht bin ich ja wirklich zu ungeduldig. Aber nur vielleicht. Ja, aber ich fand Sarahs Mutter am Telefon immer sehr nett. Es hätte mich gefreut, wenn Sarah mich ihrer Mutter mal vorgestellt hätte. Das macht man doch, wenn man zusammengehört, oder? Vielleicht steht ja Sarah doch nicht zu mir. Hi. Hi. Mein Gott, immer diese Schlamperei hier. Du hast gut reden. Wer ist denn hier die Oberschlampe? Erzieh ihn doch besser. Geht klar. Robby! Sag mal, spinnst du? Der macht Hausaufgaben. Mann, der muss doch irgendwann mal lernen, dass man die Sachen ordentlich hinhängt. Immer schmeißt er alles so hin. Lass ihn. Sag mal, wie viel hast du denn für den Einkauf gestern ausgegeben? So 20, 30 Mark. Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Mann, ich hab den Kassenzettel weggeschmissen. Okay. Dann schreibe ich 25 Mark. Kann ja nicht ganz falsch sein. Aber wenn wir einen genauen Überblick über unsere Ausgaben haben wollen, dann musst du die Kassenzettel aufheben. Ja, ich denke ab jetzt dran. Die Jacke von Robby ist auch rausgeschmissen, das Geld. Der Kleine trägt sie doch kaum. Er hatte sie sich gewünscht. Gute Ehefrauen haben ihre Männer im Griff. Du musst uns besser erziehen. Wenn du denkst, dass ich einen Ehevertrag unterschreibe, wo ich Erzieherpflichten übernehme, dann hast du dich geirrt. Oh, dann wird wohl nichts aus unserer wundervollen Traumhochzeit. Ich muss hier übrigens noch Geheimnis verraten. Ich kann keine Socken stopfen, ich kann keine Hemden bügeln und ich kann keine Knöpfe annehmen. Deshalb trage ich immer T-Shirts. Dann haben wir nur noch eine Wahl. Robby, er muss es lernen. Lach nicht! Er hat mich heute gefragt, ob wir sein Taschengeld erhöhen. Und? Na, ich habe ja gesagt. Aber nur unter der Bedingung, dass er dafür sorgt, dass das Altpapier in den Container kommt. Und wie viel hast du ihm genehmigt fürs Altpapier? 5 Mark pro Monat. Das macht 36 Mark. Was? Der Kleine hat ja langsam mehr Knete zur Verfügung als ich. Willi, ich weiß, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Das gibst du also zu? Ja. Da sind wir ja ausnahmsweise mal einer Meinung. Mensch, sag mal, was schleppst denn hier das Altpapier durch die Gegend? Altpapier? Ich war im Reisebüro, hab Kataloge geholt. Für unsere Urlaubsplanung. Ja, dann zeig mal her. Gott sei Dank, endlich Feierabend. Abend, mein Schatz. Guten Tag. Das Abendessen, das braucht noch ein bisschen. Ja? Wozu brauchst du denn die ganzen Kataloge? Wozu braucht man wohl Reisekataloge, Frank? Um eine Reise zu buchen. Aber ist es jetzt nicht ein bisschen früh, schon den Sommerurlaub zu buchen? Oh, guck mal, karibische Insel.
Sag mal, was hältst du denn von Seychellen? Ja, wirklich viel, aber es ist ziemlich weit weg, findest du nicht? Naja, ich dachte aber schon, dass wir bei unserer Hochzeitsreise über Bergisch Gladbach hinauskommen. Ja, klar. Weißt du, ich habe mir überlegt, dass wir auch vor der Hochzeit fahren könnten. Ich meine, jetzt nicht vor der Standesamtlichen, vor der großen Hochzeitsfeier. Vor dem ganzen Stress. Noch schön relaxen. Aber du brauchst doch den Stress. Ich? Ja, du bist doch die Betriebsnudel. Wenn in Europa Sommer ist, dann ist es so heiß in Korea, das würdest du gar nicht aushalten. Du willst nach Korea? Ach, Frank, hast du es etwa vergessen? Du hast mir doch versprochen, dass wir nach Korea fliegen, um meine Zwillingsschwester zu besuchen. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Na also. Aber es geht ja nicht. Wegen Timmy. Wir können den kleinen Kerl doch nicht auf so eine lange Reise mitnehmen. Ja, da hast du sicher recht. Na siehst du. Ja, es ist wirklich eine hübsche Idee. Es geht nur leider nicht. Die meisten Fluggesellschaften nehmen doch ab dem 7. Monat keine Schwangeren mehr mit. Das weiß ich doch. Deshalb wäre ich dafür, dass wir einen Tick früher fahren. Wie jetzt? Früher? Jetzt gleich. Sag mal, kann das sein, dass du mich nur aus dem Verkehr ziehen willst, weil Annalena gerade mal wieder Marienhof ist? Aber es gibt ja auch glückliche Zufälle. Wie? Naja, Annalena ist doch gerade in Köln. Und sie könnte auch super auf Timmy aufpassen, während wir auf Reisen sind. Mensch, so eine Gelegenheit, die können wir uns doch nicht einfach entgehen lassen, oder? Sag mal, Önni, kann es sein, dass du mich aus dem Verkehr ziehen willst, solange sich Annalena im Marienhof aufhält? Ich glaube, ich werde mal zu Hannah ins Bett steigen. Morgen früh ist die Nacht wieder rum. Tu das. Ich räume noch ein bisschen auf. Du, wo du gerade dabei bist, kannst du den Teller auch gleich mit abwaschen? Du, ich danke dir. War das dein Stück? Das ist jetzt auch schon egal. Lass es dir schmecken. Das ist ausgezeichnet. Ich weiß. Ich wünsche dir schöne Nacht. Schlaf gut. Du auch. Na los, Sarah. Ist das Konzert schon zu Ende? Ich glaube nicht. Kleine Programmänderung. Mir war es wichtiger, dass meine Mutter dich kennenlernt. Mama? Das ist Frederik. Hallo. Guten Abend. Lassen Sie sich auch das nächste Mal wieder verzaubern. Von Marienhof im Ersten, präsentiert von Maggi Griesbrei-Zauber.